Hallo, ich bin Steffen. Herzlich willkommen bei Inside Physics. Ihr kennt bestimmt die Situation, wenn ihr eine Entscheidung trefft, aber nicht wirklich begründen könnt, warum. Genannt wird das Intuition oder einfach Bauchgefühl. Meist findet man dieses Bauchgefühl aber eher in Alltagssituationen. Wie ist das aber in der Forschung? Gibt es dort überhaupt so etwas wie Bauchgefühl? Ist es dann überhaupt noch logische Wissenschaft? Oder wird Bauchgefühl sogar gebraucht? Genau dieser Frage möchte ich heute mit euch nachgehen. Gibt es Bauchgefühl in der Wissenschaft? Wir haben uns mit ein paar Profs der Uni Göttingen verabredet, um das zu klären. Denn wer könnte so etwas besser wissen als die Wissenschaftler selber? Also, los geht's, und zwar super fast. Wir sind hier vor dem Büro von Herrn Professor Rehren. Er ist theoretischer Physiker. Was ein Theoretiker wohl von Bauchgefühl hält. Aber zuerst schalten wir ins Studio und gucken uns an, woran Herr Rehren eigentlich arbeitet. Ihr habt bestimmt schon von der speziellen Relativitätstheorie und der Quantenmechanik gehört. Die spezielle Relativitätstheorie beschreibt sehr, sehr schnelle Teilchen. Die sind fast so schnell wie Licht. Die Quantenmechanik beschreibt sehr, sehr kleine Teilchen. Viel kleiner als alles, was wir uns so vorstellen können. Einfach zusammengeschmissen ergibt das relativistische Quantenmechanik. Hier treffen wir schnell auf so Dinge wie zum Beispiel Antiteilchen. Die relativistische Quantenmechanik hat aber noch einige Probleme, die dann in der Quantenfeldtheorie behoben werden. Und daran forscht Herr Rehren. Das ist nun schon sehr tief in der theoretischen Physik. Ob hier wohl auch das Bauchgefühl zählt? Na dann, fragen wir mal nach. Hallo Herr Professor Rehren. Ja, guten Tag. Kommen Sie rein. Ja, mein Arbeitsgebiet ist die Quantenfeldtheorie, die ich mit Methoden der mathematischen Physik zu behandeln versuche. Das lässt sich nicht immer in geometrische Bilder fassen, aber mit einem gewissen Training an Mathematik entwickelt man da ein Arsenal von Bauchgefühlen. Es gibt ein Beispiel, das war für mich eine Art Schlüsselerlebnis während meiner Promotion, als das Bauchgefühl mich auf den richtigen Weg gebracht hat. Ich hatte ein kniffliges kombinatorisches Problem, mit dem ich nicht wirklich weiterkam. Und ich hatte damals die Angewohnheit, gerne Patiencen zu legen, also Spielkarten zu mischen. Und da ging es um Permutationen und wie viele Möglichkeiten der Permutation gibt es. Bei solchen Beschäftigungen denke ich auch immer so ein bisschen in mathematischen Strukturen. Und irgendwann fiel mir auf, dieses Muster des Mischens von zwei Spielkartenhaufen ist genau das Muster, mit dem ich in meiner Promotion zu tun habe. Und dann habe ich versucht, das darf kein Zufall sein, das muss ich weiter verfolgen. Und das war genau der richtige Weg. Also das Bauchgefühl ist ein guter Wegweiser, aber natürlich zeigt der nicht immer in die richtige Richtung. Und man muss sich ständig testen, ob man noch in die richtige Richtung läuft. Interessante Geschichten. Und nun zu unserer nächsten Verabredung. Und zwar super fast. Hier drin arbeitet Frau Professor Frei. Als Teilchenphysikerin geht sie einigen spannenden Fragen nach. Welche das sind, erklärt euch die Studioversion von mir. Warum gibt es uns eigentlich? Warum gibt es überhaupt Materie in unserem Universum? Eigentlich müssten beim Urknall nämlich Teilchen und Antiteilchen in gleichen Mengen entstanden sein, sodass diese sich nach und nach gegenseitig auslöschen. Heutzutage gibt es aber fast nur noch die normalen Teilchen und kaum Antiteilchen. Sind vielleicht doch nicht Teilchen und Antiteilchen in gleichen Mengen entstanden?
Um das rauszufinden, bauen Teilchenphysiker gerne riesige Maschinen, schießen Teilchen mit nahezu Lichtgeschwindigkeit aufeinander und gucken, was passiert. Meistens kommt da ziemlich viel raus, was sie eh schon kennen. Deswegen schießen sie ganz viele Teilchen aufeinander und erzeugen so gigantische Datenmengen, die sie danach nach interessanten Dingen durchsuchen dürfen. Ob einem dabei wohl das Bauchgefühl hilft, finden wir es raus. Hallo. An vielerlei Stellen ist natürlich immer dieses Gefühl, man schaut, man untersucht bestimmte Fragestellungen, die natürlich für diese Riesenexperimente meistens im Vorfeld viele, viele Jahre vorher eruiert werden. Man plant diese komplexen, teuren Beschleuniger und Detektoren und hat natürlich eine Idee, was man messen möchte. Aber an vielen Stellen kommt dann doch wahrscheinlich, vielleicht an Kleinigkeiten, die nachher entscheidend sein mögen, das Gefühl, da könnte jetzt noch was Interessantes sein. Da könnte man noch mal reingucken und zum Teil eben auch wirklich Dinge, wo man vorher nicht genau geplant hat. So muss ja Wissenschaft sein, wobei man natürlich dann immer abwägen muss. Zum einen hat man vielleicht dieses Gefühl und macht es, aber dann kommt natürlich der wissenschaftliche Aspekt, wo es dann genau gecheckt werden muss. Und ich glaube, man sollte sich wirklich intuitiv eher leiten lassen von dem, was finde ich spannend, was möchte ich untersuchen, wo könnte was sein. Aber dann wirklich die Art, wie man es macht und wie man das Ergebnis betrachtet, sollte dann objektiv sein. Ein Beispiel wäre diese Neutrino-Messung, wie man gesagt hat, über Lichtgeschwindigkeit von dem CERN-Forschungszentrum Neutrinos nach Italien geschickt. Da war das Bauchgefühl von eigentlich jedem, das kann gar nicht sein. Da muss irgendwas komisch sein. Und dann hat man sehr, sehr genau geguckt natürlich und hat auch gefunden den Grund. Und natürlich haben sie keine Überlichtgeschwindigkeit. Jetzt muss man aber aufpassen, dass man genauso, wenn man was rausbekommt, was man so erwartet, eigentlich mit genau derselben Rigorosität dieses Ergebnis prüfen muss. Interessant. Und jetzt zu unserer letzten Fabrik. Hier sind wir nun in der theoretischen Physik vor dem Büro von Herrn Professor Kree. Er forscht im Bereich komplexe Systeme. Was genau das ist, erkläre ich euch mal wieder im Studio. Komplexe Systeme. Wenn theoretische Physiker etwas den Namen komplex geben, dann will das schon was heißen. Komplexe Systeme tragen den Namen zurecht. Ein Beispiel für so ein komplexes System ist nämlich unser Gehirn. Das zu verstehen ist eine, sagen wir, komplexe Aufgabe. Andere komplexe Systeme sind Finanzmärkte, Stromnetze oder Verkehrsnetze. Alle haben eins gemeinsam. Sie bestehen aus kleinen Einheiten, die für sich vergleichsweise langweilig sind. Ein einzelnes Neuron zum Beispiel macht gar nicht mal so viel. Aber verbindet man diese kleinen Einheiten, dann tun sie auf einmal viel mehr. Sie verhalten sich wirklich komplex. Ob Herr Kree sich nur auf das komplexe System in seinem Kopf verlässt oder auch mal seinen Bauch befragt, finden wir jetzt heraus. Ja. Hallo Herr Kree. Hallo, grüß Sie. Das Bauchgefühl hat Forschung in jedem Bereich beeinflusst, auch natürlich in meinem Bereich von komplexen Systemen. Bauchgefühl hat sehr viel zu tun mit der Kreativität in der Forschung. Also ist praktisch am Anfang jedes Forschungsprojekts nötig, so ein gewisses Bauchgefühl für das Problem zu entwickeln, damit man überhaupt weiß, wie man rangeht und wie man da einen Zugang findet.
man kann nicht bei den Bauchgefühlen stehen bleiben. Ne? Das hilft einem meistens nicht, wenn man versucht, irgendein Forschungsergebnis zu veröffentlichen mit dem Hinweis darauf, dass das Bauchgefühl einem sagt, dass das schon stimmen wird oder so. Das geht nicht. Wenn man dann so einen gewissen Weg geht und dann merkt man, man kriegt irgendwelche Ergebnisse, das kann man dann wieder vergleichen und gegenchecken, dann wird das Ganze ein bisschen systematischer. Aber wenn man erst vor einem völlig großen und neuen Problem steht, man hat gar keine Wahl. Also man verlässt sich auf irgendeine Sorte von Bauchgefühl, von Intuition und geht erstmal einen Schritt. Und wenn das klappt, dann denkt man, klasse, dann gehen wir den nächsten und so. Wenn es eben nicht klappt, dann muss man sich wieder zurückziehen. Aber bevor man nicht die ersten wirklich belastbaren Ergebnisse hat, die man dann wieder irgendwie gegenchecken kann, wird die Sache auch nicht viel systematischer. Dann probiert man einfach so rum und dabei folgt man dem Bauchgefühl. Okay, um das Gehörte jetzt mal zusammenzufassen, gehen wir wieder ins Studio. Ihr kennt das Prozedere. Wir haben ja viele interessante Dinge gehört und ich denke, alle waren sich einig, dass das Bauchgefühl jedenfalls nicht irrelevant ist. Man braucht es, um eine Intuition zu entwickeln. Die ist natürlich besonders wichtig bei Themen, die man noch nicht gut kennt oder bei sehr abstrakten Themen. Aber man sollte sich auch nicht blind auf sein Bauchgefühl verlassen. Teilweise führt es einen ziemlich in die Irre. Ich denke, hier findet jeder Wissenschaftler seine eigene Balance zwischen dem Bauchgefühl vertrauen und sich nur auf das verlassen, was man wirklich weiß. Das war's für diese Folge Inside Physics. Ihr habt vielleicht schon gemerkt, dass dieses Video etwas anders war als das letzte. Das liegt daran, dass wir mit diesem Video am Wettbewerb Superfast von Fast Forward Science teilnehmen. Das Thema Bauchgefühl wurde vorgegeben und wir hatten dann 48 Stunden Zeit, dazu ein Video zu produzieren. Am Anfang war unser Bauchgefühl ja nicht so gut. Aber wenn ihr das hier seht, dann haben wir es immerhin hinbekommen. Yes! Wie ihr findet, dass es geworden ist, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Auch hier freuen wir uns natürlich über viel Feedback. Hier unten gibt's unser letztes Video, wie funktionieren LEDs? Und hier findet ihr demnächst unser Video zur Entstehung von Galaxien. Damit ihr nicht verpasst, wann das Video rauskommt, könnt ihr uns natürlich abonnieren. Und auf Facebook gibt's uns übrigens auch. Dann noch vielen Dank an Bene, Jakob, Julian und Robert, die mich bei Inside Physics unterstützen. Und einen besonderen Dank an Professor Rehren, Professor Frei und Professor Kree, die sich so kurzfristig Zeit für uns genommen haben. Last but not least, vielen Dank an euch fürs Zuschauen. Also, macht's gut und bleibt neugierig. Ich falle jetzt erstmal um, das war nämlich super anstrengend.